Ja, wie hier ist heute? Heute ist der 15. 15. Tag, heute ist Freitag, der 15.01.2016. Und es geht zum Brötchen holen. Ich habe mir heute Morgen schon ein Ibuprofen 600 eingeworfen. Ich habe seit Mittwoch so komischen Reizhusten. Und heute Morgen fühlte er sich echt komisch an. Und so ein bisschen Rückenschmerz. Ich dachte nicht, dass ich noch krank werde. Da habe ich keine Lust drauf. Aber lieber vorbeugen. Warte. Mehr Korn? Ja. Oh, ich muss jetzt mal Fred Feuerstein leise machen. ich bin immer noch beim Schnitt. Ich habe gestern Abend zum Essen ja ein Glas Wein getrunken und es ist mir gar nicht gekommen. Ja, ich hatte gestern Abend, ich war so voll gefressen und der Wein, ich hatte keine Lust mehr zu schneiden. Und nun sitze ich heute da dran und jetzt ist es 11:30. Und ich habe das Vlog noch nicht fertig. Naja, der Alltag geht aber weiter, der normale Tag. Also gehen wir jetzt mit den Hunden an den Strand und ich setze mich dann an das Vlog. Es kommt also alles ein bisschen später. I never drink again. Naja, nie wieder Alkohol. Machst du wieder ein Foto von mir? Es ist kalt hier. Es ist gar nicht so windig, aber kalt. Es ist nass kalt. Sehr neblig, wie ihr seht. Nicht so spannend. Hast du? Ja, sehr wenig Leute am Strand. Wir haben also unsere Ruhe. Das ist schön. So mag ich das. Wir können ruhig laufen. So, kann er, wenn ich so, ne? So, der Mone macht jetzt nochmal ein Bild von mir und fokussiert dabei auf den Bildschirm von meiner Kamera. Und ja, was ich mit dem Bild mache, weiß ich noch nicht, aber ich wollte es erstmal haben. Sind inzwischen ein bisschen höher geworden und es wurde ein klein wenig heller, aber nicht doll. Der Strand füllt sich wieder. Mittagszeit vorbei bei den meisten. Ein Teil wird wahrscheinlich einen Mittagsschlaf machen. Oh, Mone, das könnte ich auch machen, Mittagsschlaf. Ach, schade, dass die Kamera keinen Autofokus hat. War jetzt nicht zu sehen, weil es so unscharf war, aber da ist ein bisschen Eis und die Hunde sind sehr schön geschlittert, als sie den Stock holen wollten. War schön. Mein Mikrofon leuchtet rot. Das heißt, der Akku ist fast leer. Ich weiß gar nicht, ob das nur erstmal die Warnung ist. Und das heißt, Achtung, Akku bald leer, noch ein Innig aber auf. Oder ob das schon bedeutet, dass es zu spät ist. Weg ja frühestens bei der Aufnahme hier sehen. weg frühestens beim Schnitt sehen. Wenn ich die Aufnahme vor mir habe hier. Was machst du denn Kuchen? Falscher Hefekuchen. Mit Pudding und Schokostreusel. Mhm. Schokostreusel.
kaum Butter dran. Kaum. Kind eher mitspielen oder so. Kannst du mich notfalls immer beiseite schubsen oder musst du mich als Kinder Rücksicht nehmen? Spiel. Das ist mehr Dokumentation als Film. Du brauchst gar nicht so viel auskratzen, das leckert auch aus. Ja, ich hast auch noch was. Yeah. Wie schnell der jetzt geht, so insgesamt? Der geht ganz schnell. Das war vielleicht eine Viertelstunde, ja. Der umläuft. Cool. Der braucht nicht lange. Blechkuchen für mich, Mon. Also für uns meine ich natürlich, ne? Für dich. Yeah. Wenn das Objektiv auf manuell fokussieren neu stellt, das bräuchte mich nicht wundern, dass das nicht geht, ne? Mit dem Autofokus. So, Mon, bevor ich den Vlog jetzt gleich beende, zeig dir Instagram. Wenn die den Scheiß schon aufquatschen, muss ich dir den Scheiß auch erklären, ne? So. Feature nicht gleich, noch kein Bild gepostet, aber du folgst ja dem Jens schon. Ach, und mir folgst du auch schon, sehr gut. Und der Jutta, die Jutta kann man auch folgen, sollte man, definitiv. Simone Thiel 81, jetzt können da alle meiner Schwester folgen auf Instagram. Und an dieser Stelle bei Negative Vlog, weil ihr müsst uns jetzt nicht zugucken, wie ihr Instagram erkläre. Wie immer sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss, Mone. Ja, was? Tschüss. Tschüss, Frau Otis. Mal durch. Ja, die haben mich gerade futtert. Deswegen ist es gerade so ruhig. Geil, ihr seht, ich wollte gerade fragen, wo du bist.